Ich begrüße euch zurück zu Minecraft. Wieder einmal sieht es wieder standard texturiert aus. Das liegt daran, um die Vorfreude auf die schönen Texturen noch weiter aufzubauen. Oder so ähnlich. Naja, zumindest liegt es daran, dass ich das andere noch nicht drin habe. So, fertig. Und ja, es wurde geschrieben, dass man das alte Texturenpack, das alte Minecraft auch umändern kann mit MC-Patcher und bla und überhaupt. Ja, wurde geschrieben, wurde mehrfach geschrieben, wurde so oft geschrieben, dass ich das auswendig konnte. Deswegen, ja, ich weiß es, brauchte nicht mehr schreiben. So, die Welt sieht trotzdem noch so aus. Die Frage ist, hallo, warum bist du denn, hallo Schwein, hallo Popel, yes, warum bist du denn draußen hier? Ist ja eine Frechheit. Wir haben ja ein Karottchen, ne, wir haben so ein paar von den Teilen. Da will ich doch mal gucken, ob ich das Schwein da wieder reinbringen kann. Und vielleicht sogar vermehren. Ich weiß nicht genau. Wobei wir haben nicht genug Karotten. Wir haben 3. Wahnsinn, warum haben wir denn 3? Das war aber ein ausführliches, also ein ausgiebiges Stück. Gut, haben wir dann halt 3, dann können wir das doch machen. Ich will es einfach mal hier, zack. Drüber hier. Wunderbar. Ich sollte was aus der Hand legen. Schwein? Ach, da hast du Schwein. Hallo, komm her. Na, hier. Quietsch. Du willst eine Karotte haben? Ich weiß, was du da willst. Hier, du willst auch eine. Genau, dankeschön. Oh, wie das rennt. So, ich wage es einfach mal. So. Ich hab nix. Nein, du läufst drin. So, und hier, zack, du darfst auch und knickknack und Minischwein und Erfahrung. Wunderbar. Jetzt brauchen wir nur noch mehr Kühe. Wir haben eine ungerade Zahl an Kühen. Ich hab nix. Oh, die gucken auch immer so lustig, so putzig, mit den großen blauen Augen. Ja, also besser als der Kürbis hier, der hat überhaupt keine Augen. Was ist das denn? Der Arme, der Ärmste, der Armierte. Der hat keine Arme. Gut, das sieht etwas kahl aus, etwas... Ja, nicht so ganz, ne? Ich kann das wieder einpflanzen. Das Ding hier. Verdump. So, wunderbar. Hier ist alles verkürbis, die hängen ein bisschen hier dicht beieinander. Aber es passt schon, wird schon gehen. So, was wir das letzte Mal geschafft haben, war... hier ein Loch reinzugraben. Das auch direkt wieder zugemacht werden muss. Zack, so. Hier ging es denn hoch. Hier ging es sehr schienig hoch. Und hier soll es auch sehr schienig weitergehen. Wir müssen hier. Hab ich. Oh, da fehlt eine. Ich mache erstmal ein paar neue Schienen. So. Weil die brauchen wir. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das so sinnvoll ist, dass der Dingens hier da drunter ist. Der Bahnhof. Der Einstieg. Weil, wenn wir da einfach nur theoretisch mal eben ins andere Dorf dahin fahren wollen, bräuchten wir erstmal theoretisch kein Minecart. Aber von der Theorie her, dass man dann erstmal runter müsste und dann wieder hoch, das wäre schon ein längerer Weg. So, hier ist nichts, da ist Gold, ist... Da, ich meine, Gold haben wir ja auch da eigentlich... Haben wir hier überhaupt kein Eisen? Das ist... Mounts, ich weiß, es sind 2. Das ist aber nicht sehr viel, wenn hier oben kein Eisen ist. Hier ist ja kein Eisen. Hier ist ja Eisen. Hier haben wir auch noch Gold. Aha. Ich werde einfach mal eine ganze Runde an Schienen hier herstellen. Und ich hoffe mal, dass das auf Sand funktioniert. Tintensack. Ach, stimmt. Tintenfische sterben jetzt nicht mehr, wenn sie denn in der Gegend herumkriecheln. Wie war das? So oder? Ja, ne? Müsste doch eigentlich... Also schon mal nicht. Hier muss einmal... War das... Oh, ne, Moment. Bin ich jetzt blöd oder was? Ich mache hier erstmal die normalen Schienen hier, um zu gucken. Ich bin anscheinend leicht verwirrt gerade. Daran wird es liegen. So, funktioniert denn wenigstens das? Nein, es funktioniert auch nicht. Muss es auch hier in der Mitte? Das muss in der Mitte. Ach, okay, alles klar, ich verstehe. Hey. Da muss nämlich da dann muss das Goldene anders gebastelt werden. Ich mache einfach mal ganz viele hier vorne, ne? Ist euch klar. Und es kommt natürlich nicht genau auf. So, so sieht die Sache aus. So wird aus dem Hasen ein Schuh.
Oder so, sagt man ja so schön. Zack. So. Ich weiß nicht, was Hasen in Schuhen zu suchen haben. Also in Schuhen ja, aber nicht aus Schuhen. Es sei denn, man hat... Nee, sind Schuhe ist auch blöd. Wobei, es gibt ja als Hausschuhe... Gibt's ja die verschiedensten Sachen. Gibt's die beliebten Tigerfüße. Gibt ganz viele tolle Sachen. So, um es mal abgekürzt zu haben. Gibt auch Gesichter und alles. Gibt's bestimmt auch... Hoppelkaninchen, Häschen. Gibt's auf jeden Fall, habe ich sogar schon mal gesehen. Nicht an mir selber, aber auf Bildern zum Beispiel. Ja, Bilder existieren. Manchmal. Wenn sie denn gebildet worden sind. Aber um diese Weisheiten hier nicht weiter in den Sand zu streuen, damit sie dort versickern können, werde ich Schienen streuen. Und zwar dahin, wo sie nicht versickern. Hier in die Gegend. Das sind hier auch wieder 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich mache hier noch einen. Zack. Wunderbar. Wunderbar. Ich mache hier ein rätes Stöhnfäckelchen hin. So. Ich weiß, ich kann die Dinger auch da drunter stellen. Habe ich ja schon herausgefunden. Aber ich finde es so eigentlich ganz okay. Es sieht halt irgendwie wertvoller aus, als ob da man sich Mühe geben würde. So, ich mache hier mal 2 Stück hin. Ist zwar nicht notwendig, weil hier, ne, ist ja, seht ihr, da funktioniert es nicht. Komm, dann mache ich das so. Zack, wunderbar. Eigentlich müsste ich habe auch so den groben Verdacht, dass wir hier überall Zäune dran lang verlegen müssen. Oder sollten vielmehr, um hier Glück zu haben, was denn die Monster-Spawnerie angeht. Also, dass wir da kein Unglück haben. Ich sollte hier, glaube ich, schräg einmal hier durch. Das ist ja cool hier. Ich sollte... Ach, cool. Ich hätte mich mal in der Gegend hier umschauen sollen. So ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal gesehen haben, aber es ist fast wie so ein kleiner Bahnhof schon fast. So ein U-Bahnhof. Aber das ist... Ich werde das mal so machen. Ich werde das hier langlegen. Wobei, ich will da auch ein bisschen was sehen können von dem Zeugs. Eigentlich müsste ich tatsächlich hier direkt lang, weil ich will, dass die Bahne nicht nur als funktionelles Mittel haben, sondern auch die Optik spielt hier durchaus rein. Wobei, Bahn ist ja jetzt nicht übermäßig, dass man sagt, oho, was für ein Schmuckstück, aber immerhin, dass man hier so leichte Sachen hat. Sachen, ne, kennt er. So, zack. Einmal hier so um den Baum rum. Wunderbar, ach, ist schön. Doch, gefällt mir gut. Kann ich sogar dann direkt ein bisschen direkter hier machen. Kann man vielleicht... der bleibt mal da. Ja, dann sieht das hier so ein bisschen... Das sieht ein bisschen bewohnter aus. Es sieht etwas zivilisierter aus. Das wollen wir doch. Darum geht es uns doch. Die Welt braucht Zivilisiertheit. Wie man so schön sagt. Das alte Sprichwort. Wer kennt es nicht? Wer hat diese weisen Worte bereits in einem Glückskeks gefunden? Und ich weiß, dass es Zivilisation heißt. Können wir hier tatsächlich so einen kleinen... Wobei, ich mache nochmal hier zur Seite. Ich mag das immer nicht, wenn das so schräge Sachen sind hier. Mach ich mal so. Kann man hier dann hin? Also wenn das hier, ne, wenn das so diagonale durchgeht, finde ich immer nicht so toll. Ich würde aber fast hier dann das direkt ein bisschen runtergraben. Ich weiß, dass da gerade ein paar Schienen durch die Gegend geflogen sind, wie Konfetti an einem Geburtstag. Aber auch zu anderen Gelegenheiten ist immer Konfetti ein schönes Ausdrucksmittel seiner Freude. Falls man denn Freude hat, kann ja auch sein, dass man keine hat. Denn ist es durchaus, dann ist es einfach Konfetti. So, zack. Ja, das ist doch super. Eigentlich, mir fehlt jetzt ein Redstöhn-Gefäckel. Wobei das nicht rumstöhnen soll, das fände ich nicht so gut. Wobei, ne, wenn man hier lang fährt und dann plötzlich hört man... weiß ich nicht, ob das so... Also es würde mich erstmal irritieren als Tourist. So ein bisschen. So, ich bin, glaube ich, viel zu weit hier vom Schuss abgekommen. Aber das kann anders geschossen werden. Hier, komm, dann mache ich das hier am Baum vorbei. Müssen die Pilze gerade mal weichen.
Ja, aber sieh doch, guck mal hier, sieht doch gleich schon, das sieht doch super aus. Jetzt fehlt mir nur noch mein Card. Mensch. Dann kann ich ja hier als Zeichen. Ach nee, das ist ja. Kann ich ja direkt hier dann eigentlich. Ich hätte das direkt hier mit einbauen können als. Halt, Moment, ich mach mal eben. Ich mache das ganz crazy. Huch. Und zwar so. Jetzt ist es dunkel geworden, weil das Fäckelchen fehlt. So, ich mache dann hier auch direkt. Obwohl, nee, das darf gar nicht. Dann mache ich hier direkt das so als Teil. So. Fackel darf da gar nicht ran. Hier muss ein Knopf hin. So, wunderschön. Am besten, ja, das ist ein. Ist nicht schön. Ich mache das mal hier aus dem anderen Zeugs. Ich habe die Befürchtung, mir fällt gleich was in die Arme hier. Also gegnertechnisch. So, ich mache das mal so. Das sieht super aus. Ich weiß nicht, ob man das auch anders machen kann. Optisch etwas ansprechender, aber ja, das sollte erstmal gehen. So. Es leuchtet leider nicht so wirklich leuchtend. Ich mache mal so ein. Obwohl, mache ich da eine Fackel drauf? Nee, ich mache hier eine. Obwohl, ich mache da eine drauf. So, sieht super aus. Da ist kein Bett. Verdammt. Ja, guck mal, so schnell entsteht hier eine Schienenstrecke da einfach mal durch die Gegend. Ist doch wunderbar. Ich bin ein bisschen begeistert. Ich drücke mich ja dann gerne mal vor solchen, ja, was heißt Großprojekten, aber vor Sachen, die halt gemacht werden können, aber wo ich noch eigentlich nicht so viel Ahnung von habe. Zum Beispiel neues Haus, habe ich meist ja auch keine Ahnung von. Hier Bahnzeugs habe ich auch keine Ahnung von. Ist aber, wie man ja hier gerade feststellen kann, gar nicht mal so schwierig. Wer hätte es gedacht? Und das ganze Stück hier, das brettert man hier einfach durch, weil warum soll man hier zwischendurch anhalten so wollen? Ach, gucke mal. Ach, was ist das denn hier? Das ist richtig so. So, kann man sich da reinpflanzen. Kann man sogar zu Fuß hier aussuchen, in welche Richtung man dann will. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Knaller. Gut, vielleicht muss da unten noch eine Schiene mehr hin. Kann man ja durchtuckern, kann man sich das alles wunderbar hier anschauen. Wird man hier rumgerissen und bremst für einen guten Zweck. So, wunderbar, kann man hier direkt hin. Müssten halt hier noch ein paar Bäumchen oder ein paar Bäumchen, nicht ein paar Häuserchen mehr hin. Und das ist doch super. Hier sieht halt noch ein bisschen komisch aus. Könnte man theoretisch auch hier direkt hochführen. Aber. Sollte ich das direkt hochführen? Nee. Ja, wenn ich hier jetzt Zäune hinmache, dann sieht das halt. Dann ist das so dicht da dran. Also die werden dann halt angedingens. Und so ist der Weg. Ist der Weg so okay? Da glaubt doch, doch. Hier so, wenn man so macht, dann ist das schon okay. Hier passt es schon. Kann man den Zaun ja vielleicht hier oben direkt dran machen oder so? Weil Zäune, ich glaube, Zäune sind schon. Wobei, alles voller Zäune, das sieht dann auch bescheuert aus. So. Ne? Bescheuert halt. Mal gucken, wie weit man da fährt, wenn man da einfach fährt. Ah gut, das reicht schon. Man fährt hier halt. Aber halt nicht wirklich mit Highspeed. Guck mal, dann sieht man auch direkt vom Berg genau gar nichts. Das ist schön. Eigentlich nicht so schön, aber man sieht halt nichts. Jetzt kann man hier einfach weiterfahren, sagen, zack, hallo, ich möchte hier hoch. Hier kommt man direkt ein bisschen weiter, weil wir da unten mehr Schwung gehabt haben. Das ist gut. Guck mal, hängt man jetzt hier, kann man. Warum reicht der Schwung ja nicht bis darüber? Ja, ist ja gut. So, hier könnte man jetzt theoretisch weiterbauen. Wenn wir schon mal dabei sind. Soll ich da dann wieder runtergehen oder soll ich. Ich könnte auch hier drüber gehen. Das sehe halt seltsam aus. Sehe echt seltsam aus. Ne, das bietet sich eigentlich so an, dass man hier runter geht. Hier haben wir dann 1, 5 Felder. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, guck mal, dann kommt man direkt hier, dann ist hier direkt das runter. Wenn man das denn so geräumig haben möchte wie hier. Wobei, das muss ja auch so. Ja, guck mal, ist doch super. Jetzt brauche ich nur noch mehr Holz. So, hier haben wir noch mehr Holz.
Alles für Holz. Wobei, ich hätte das Holz auch direkt da rausnehmen können, aber es ist egal. Wir sind zu voll im Inventar. Speziell ich. So, hier, das wollte ich gar nicht dahin machen. Dann ziehe ich das hier einen nochmal rüber und dann kann ich hier das einen rausziehen. Und dann sieht es bestimmt super aus. Bin ich fast der Überzeugung. Könnte man hier dann vielleicht noch... Tatsächlich, hier braucht Cleanstone. Verdammt. Ich mache das auf jeden Fall hier wieder runter, weil dann sieht das, glaube ich, das ist am unauffälligsten dann. Wir können eventuell noch eine zweite Linie dann hier direkt hochbauen, dass man direkt nach oben fahren kann vielleicht. Oder sollte ich dann, also dass man auf den Berg fahren kann, ich meine, dann könnte man theoretisch, kann man auch hier durchsteigen und auf die, dann dahinter gehen. Klar kann man das, natürlich kann man das, wobei hier hinter dann der unfassbare Fuchsbau irgendwann wäre. Wobei, es dauert noch ein paar Meterchen. Aber vom Prinzip her könnte man dann hier durch den Berg hindurch bis nach oben fahren. Oder man macht es so, dass man direkt den Raum dann nutzen kann man ja nicht. Das sieht immer noch irgendwie seltsam aus mit den Treppen. Weil ich meine, nach oben laufen ist zwar immer schön, aber ich meine, wenn wir schon am Technisieren sind hier. Ich habe einen Creeper gehört. Ich hoffe, der fällt uns. Eieiei. Wir leben noch. Was war das denn jetzt gerade? Ja, das ist schön. Also, ne, so sehen, dass gleich was passiert, aber irgendwie doch nicht reagieren. Ja, aber schön. Also, wir sind schön geflogen. Aber wir sind richtig hoch geflogen. Wir leben noch. Ein, zwei Meter, also ein Meter daneben und wir wären tot. Also richtig tot. Dann legt der ganze Krempel da unten. Aber wo kam der denn her? Der Unhold. Ha? Von da oben oder was? Ich glaub's dir nicht. Ich will da gehen. Licht anmachen. Licht. Licht. Na, das hat's super gebracht. Nein. Ja, ist egal. Passt schon. Wir müssen sowieso nochmal hoch. Wir könnten ja die Strecke da hoch bauen, theoretisch. Ist aber auch Quatsch. Wir bauen jetzt einfach runter, dann wieder so ein bisschen durch die Schlucht. Wir haben unsere schöne Konstruktion hier jetzt halb verloren. Wo ist denn der Knopf hin? Das Ding muss erstmal weg hier, das ist ja Quatsch. Wir haben keinen Platz. Wunderbar. Ich freue mich. Das war Quatsch. So. Ich weiß noch nicht, ob das bei dem Holzteil hier bleiben wird. Ich vermute ja mal fast nicht. Aber vermuten kann man ja einiges.